Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Das Schwarze Auge, die Schicksalsklinge. So, nach einer längeren Reise nach unten sind wir wieder auf der Reise nach oben. Fragt sich nur, wie lange. Aber ja, so nach oben könnte es auf jeden Fall hier weitergehen. Ah, und ich glaube, hier ist diese Kiste mit dem Passwort, das wir gefühlt immer noch nicht haben. Könnte halt sein, wenn wir mit der Dame da rangehen, dass sie den Namen weiß. Aber wir schauen mal erstmal systematisch uns um. Nicht, dass wir irgendwo irgendwas verpassen. Da muss doch irgendwo jemand hier Bescheid wissen, was hier passiert ist. Hallo erstmal. Ah, da ist wieder eine Schatztruhe. Zielfeld ist unerreichbar, dann sicherer. Dann stehen zu viele Menschen irgendwo im Wege. Ja, unsere Kriegerin, sie stürmt nach vorne. Mit blondem, wallendem Haar. Ah, du sicherst ebenfalls. Du bewegst dich und gehst mal der Lady helfen. Kannst noch draufklöpfern. Nochmal bitte. Na, du sollst dich nicht selbst verletzen bei der Aktion. Schau du mal, dass du Raketo helfen kannst. Guck mal, Skelett kommt euch entgegen. Sehr höflich, das Skelett. Wenn wir jetzt noch treffen würden und Schaden machen würden. Otaki, Mensch. So, Skelett klopfen. Ja, machen wir Computerkampf. Da sollte jetzt eigentlich nicht mehr wirklich viel passieren. Denke ich mal. Wenn unsere neue Dame da mal Geschick macht. Unser Leben wird halt kontinuierlich weniger. Ich will jetzt aber auch nicht unnötig hier unten schlafen, weil Essen haben wir auch nicht unbegrenzt. Oder da kriegen wir hin. Go, go, Dame. Mach mal Schaden. Mach mal Geschick. Sehr schön. So, Schwerter und Captain Hemden. Nee, brauchen wir nicht. Ja, Kotaki. Oh ja. Na gut, egal. Hier war eine Kiste eingezeichnet. Die ist hier. Da ist nur ein Dolch drin. Das war jetzt ein bisschen weniger als erwartet. Schon Chattel mit uns hat folgender Typ oder folgende Frau verflucht. Wäre mir persönlich jetzt lieber gewesen, aber Spiel hat nein gesagt. Hier liegt deine Armbrust, wollte ich sie mitnehmen. Ja, wenn du mich so fragst. Wo ist die jetzt gelandet? Ja, da kann sie auch bleiben. Da ist nichts mehr. Dann bitte Tür. Die Dame könnte ja mal irgendwas sagen. Die kennt sich ja hier offensichtlich eigentlich aus, wenn sie ja schon länger ist. Was zur Hölle? Kuschelig hier. Sehr kuschelig. Du musst mal bitte sichern. Du sicherst auch. Du bist Raketo. Du kannst dich bitte dahin bewegen, wenn möglich. Und warten. Du musst sichern, weil Rangieren ist hier schlecht. So, dann machen wir jetzt Computerkampf. Ohne Magie. Danke. Bitte einmal umklopfen. Yep. Dann war easy. Sieht einfach ein lauschiges Plätzchen ausgesucht, mein Zombie. Oh Mann. Richtig schön gemütlich. Misslungen. Second try. Ist auch wieder ein Zombie? Nein.
Ja, im nächsten Raum ist die Kiste. Gespannt, ob unsere Begleitung dazu was sagt. Schau mal nicht. Ja, da kommen wir halt später wieder. Spiel, gib mir mal einen Hinweis. Zur Not könnte es halt Boron sein oder wer auch immer. Dann würde ich halt im Handbuch die Götterliste auspacken und da mal einiges probieren. Boron war ja, glaube ich, da der böse Totengott, was auch immer. An der Kiste waren wir, glaube ich, schon. Yep. Da waren wir schon. Upsi. Tür öffnen, nicht einrennen. Wieder eine Kiste, ich habe Hoffnung. Du sichern, du bewegen. Mal in Richtung Zombie. Warten. Sichern, so viel Platz haben wir hier nicht. So, die holde Maid. Kotaki müssen wir mal ein bisschen heilen. Das wäre keine schlechte Idee. Kommst du um die holde Maid drumherum? Oder sollen wir dir den Vortritt lassen? Da hinten dran wäre auch noch Platz. Ja, dann warte du zuerst mal. Beweg dich mal hinter die holde Maid. Und dann warte da ab. Ja, die Dame geht natürlich nicht ganz rum. Dann machen wir Computerkampf ohne Magie. An den Betten, ne? Da geht's ja auch noch rum. Oh, Bettdecke. Mach keinen falschen Fehler. Oh, Bettdecke. Rettet Bettdecke. Ja, ich weiß, ich hätte den Kampf nochmal unterbrechen können, aber so war ja auch ganz okay. Upsi. So, rechts von uns ist eine Truhe. 50 Dukaten. Danke, Spiel. Ein Zettel wäre mir lieber gewesen. Dann bleibt halt nicht mehr so viel. Oder war irgendwie so eine Übergangssequenz, wo wir mit dem Schiff gekapert wurden, irgendwie einen Namen genannt worden. Ich weiß es nicht mehr. Beweg du dich mal wieder aus dem Weg von Raketo. Ja, damit sich die Dame wieder mitten in den Weg stellt. Computerkampf, weil ich glaube, jetzt gibt es keinen Weg mehr ran. Ah, außer Julia könnte nach vorne sprinten. Oh. Nein, Computerkampf beenden, bitte. Bitte, bitte, bitte. Danke. Ich habe Angst. Du sicherst. Die Mumie haut zum Glück Flexi. Ich persönlich nehmen. Julia. Ich hole dich da gleich weg. Gib mir eine Sekunde. Keto, du sicherst. So, du bewegst dich. Ich war dahin. So, und dann sicherst du da. Du hast auch nicht so furchtbar viele Lebenspunkte. Das wird jetzt schwieriger als Schach. Die beiden da vorne machen das. Sicher. Ihr macht das. Go, go. Go, go. Jetzt... habe ich Flexi sichern lassen. Guten Morgen. Okay. Drama beendet. Scheiße. Ups. Ja. Spiel, lass mich doch irgendwo einen Zettel finden oder irgendwas. Lass zu. Misslungen. Hier noch einen Fleck. Wieso waren wir hier drin noch nicht?
Okay. Und ansonsten können wir da hinten nach oben gehen und einen Hinweis suchen. Ich überlege die ganze Zeit, was zur Hölle habe ich hier verpasst. Ein zweiter. Da waren wir noch nicht. Juhu, ein Skelett. Ich freue mich. Diese Kämpfe auf kleinstem Räumchen. Naja. Egal, so, jetzt kann unsere Dame hindurchstürmen. Du bewegst dich bitte eins zurück. Mit deinen übersichtlichen Lebenspunkten. Du. Kannst du. Nee, bleib mal da, wo du bist. Dann ja, kann sie nämlich nach vorne stürmen. Du greifst bitte auch das Skelett an. Okay, und dann ist das Skelett Geschichte und darf seinen Siebel behalten. So. Na gut, dann gehen wir mal nach oben und hoffen, dass wir hier irgendwo einen Hinweis finden. Wir können halt einfach mal drauf losprobieren. Hoffentlich verzeiht die Truhe uns das. Oder? Wird sie uns das verzeihen, wenn wir falsch probieren? Ah, wir gehen zuerst mal weiter. So, aber hier ging es halt auch wieder nach oben. Nach draußen ging es hier irgendwo. Und du musst ja bei dem Schiff ja auch mal oben sein. Hier waren wir auch kurzzeitig mal. Kurzzeitig. Hier liegt ein Säbel. Wollt ihr mitnehmen? Ja, wenn es ein freilaufender Säbel ist, soll man den mitnehmen. Ja, der ist bei der Decke gelandet. Ach, Spiel, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Na gut. Dann hüpfen wir bitte alle mal nach unten. Hä? Jetzt sind wir, glaube ich, alle unten. Ich hasse es. Ich wollte keine Lebenspunkte verlieren und ich wollte eigentlich auch nicht nach unten, liebes Spiel. Ah, ja. Was will man machen? So, haben wir... Ja, das Feld haben wir jetzt auf der Karte. Da laufen wir jetzt bitte nie wieder rein. Ah, dann geht's da um die Ecke gar nicht erst. Das Feld war erst weiter hinten. Spiel. Oh Mann. Moment mal, wie konnte ich zur zweiten Gruppe so? Dann holen wir euch jetzt bitte wieder hoch. Was ein Drama. Und dann gehen wir einfach in die andere Richtung. Irgendwann gibt's noch Tote. So, eins nach da. Gruppe vereinigen, kehrt Marsch. Moment. Flexi bitte nach vorne. Danke. So, auf die Karte gucken. Merken, dass das Loch nicht da ist, sondern da. So, aber wenn so viele Fallen sind, dann erwarte ich, dass hier irgendwie was Wichtiges ist. Vielleicht ein Wort. Ein Name. Vielleicht in der Truhe. Na gut. Du sicherst mal bitte. Du sicherst auch. Du bewegst dich dahin. Und greifst ihn da an. So, du bewegst dich in die Richtung. Du greifst den Zombie neben dir an. Du schließt auf, sehr schön. Du darfst sichern. Du sicherst. Du schlägst nach dem Zombie vor dir.
6 Schadenspunkte, sehr schön. Du schlägst ihn. Ja. Erster Tod. Sichern. Weitere Optionen. Ja, der ist auch dahin. Sehr schön. So, Kiste. Heiltrank, Schriftrolle. Weil das könnte auch wieder so ein leeres Dings sein. Egal, nehmen wir mit. Mengmila, was auch immer das war. Silberschmuck. Schnaps gibt's keinen. Wir sind bei der Arbeit. So, was haben wir jetzt alles eingesammelt? Rezept. Rezept? Wo ist das gelandet, was ich jetzt... Vielleicht ist es eins der Rezepte gewesen. Empfehlungsschreiben, das war was anderes. Lobpreisung, die hatten wir doch auch, glaube ich, schon mal gefunden. Moment. Nein, das nicht. Das Gegenstand benutzen. 13 Lobpreisung des Namenlosen, die hatten wir schon mal gefunden. Wo ist das gelandet, was wir jetzt gefunden haben? Das muss dann eins der Rezepte gewesen sein. Oder? Oder ist das das, der Schriftrolle? Benutzen. Kann nicht benutzt werden. Ja, dann ist es wahrscheinlich was Leeres. Ach man. Na gut, zu früh gefreut. Aber irgendwo zur Hölle muss es hier doch einen Beweis geben. Hier ist ein anderer Weg zu dem Loch. Da sieht man das Loch auch um die Ecke. Da hat das Spiel irgendwie seine eigene Mechanik nicht so ganz verstanden. Na, sei es drum, wir laufen hoffentlich nie wieder rein. Da geht's nach oben und nach unten. Da waren wir noch nicht. Ja gut, wir konnten ja oben mehrere Dinge nach unten gehen. Von daher macht das schon Sinn. Von unten mehrere nach oben gehen. Dann gehen wir mal hier nach oben. Achso. Und die Treppe ist ganz kacke. Aber wir sind diesmal alle runtergefallen. Das ist sehr schön. Da gibt es noch Tote. Okay, diese Treppe werden wir nicht benutzen. Oh mein Gott. So, Spiel. Bitte lass mir meine Ruhe. Zwei Skelette, das ist okay. Lebenspunkte-technisch müssen wir uns was einfallen lassen. So, Holdemite. Beweg deinen Hintern. Abwarten. Geh du mal in die Richtung, damit die Holdemite sich eventuell mit dem anderen Skelett auseinandersetzt. Das Skelett hat es auf Raketo abgesehen. Das ist mir auch recht. So, das eine Skelett müsste bald Geschichte sein. Du angreifen dahin. Ja, sag ich doch. Sichern, angreifen das da. Normal. Voldemite kommt. Du sicherst. So, bringt's um. Vielleicht auch nicht. Okay, du hast sich einen Fingernagel abgebrochen, als er das Skelett schlagen wollte. Einen Schadenspunkt. So, du da abwarten. Sichern. Bewegen dahin. Und dann machen wir einen Computerkampf.
Ohne Magie? Ja. Säbel brauchen wir keine. Oft können wir nicht mal nach unten fallen. Wir gehen mal zur Truhe. Hallo Truhe. Seile. Kriegsbeil. Ich werde gleich das Kriegsbeil ausgraben. Kriegsbeil. Hier könnte halt noch was sein vom Schiff. Wir schauen mal noch hier an dem Loch vorbei. Ich hoffe, dass das Loch da ist, wo es eingezeichnet ist. Wäre mal ganz cool. So, dann hätten wir hier eine Treppe nach oben. Gehen wir nach oben gucken. Da waren wir offensichtlich noch nie. Eine Mumie. Du bleibst, wo du bist. Du bewegst dich aus dem Weg von der Holden Maid. Du sicherst, du... Ja, darfst auch sichern. Holde Maid stürmt nach vorne. Flexi schlägt die Mumie. Du schlägst auch die Mumie. Sichern. Angriff dahin. 6 Schadenspunkte. Du sicherst auf jeden Fall. Du ebenfalls. Sie macht ihr Ding. Alte Optionen. Ja, dann mach du mal da noch zu. Irgendwann. Alte Optionen. Einbewegen. Und dann machen wir einen Computerkampf. Ohne Magie. Erledigt. Wir sind irgendwo ganz neu. Und wir sind erstmal nach oben gegangen. Wollte ich gerade sagen. Und dann kann man theoretisch wieder nach unten fallen. Und Bettig ist bewusstlos, deswegen hat das Spiel uns das Licht ausgemacht. Auf die Karte gucken. Oh Mann, was ein Drama. Ich schicke euch mal in die Pause. Ich kümmere mich um dieses dunkle Drama. Bis gleich.